ja zum Teil auch unsere Namen. Wir gehen ins Blödel. Und manchmal kann es auch stören. Es ruft zwar regelmäßig zum Gebet zu unseren Gottesdiensten, aber Gnade Silvester wird eingeläutet. Da macht unser Glöckel einen solchen Lärm, dass man die schweren Glocken von der Stadt nicht mehr hören kann. Ja. Nun kann man sich fragen, war denn ein so großes Kloster notwendig, wo es ganz viele, wir hatten ja zu dieser Zeit, fing es an, ganz viele Außenstationen. Sicher zwischen 30, Schwester Gertrud wird nachher die genauere Zahl sagen, zwischen 30 und 50 Außenstationen, wo Schwestern als Schulschwestern zunächst eingesetzt waren, später auch in anderen Berufen. Aber zunächst, und das ging fast bis nach dem Zweiten Weltkrieg, haben hier im Haus fast immer über 100 Schwestern gelebt. Und wir waren ja fast autark. Neulich haben Kinder gefragt, ja, was habt ihr denn an Berufen nicht gehabt? Dann fiel mir nur die Schreinerei ein. Die steht da hinten und nur da kann ich mich erinnern. Aber anhand des Baus, auch wenn jetzt uns so viel dazwischen steht, kann ich Ihnen einiges erklären. Da war beispielsweise, wenn wir unten in den Keller gucken, da war eine Schuhmacherei. Die Schwester hat keine neuen Schuhe hergestellt, aber sie war eingedeckt mit Schuhen zu flicken. Dann war unten waren zwei Schuhe. Stammbaum des Instituts der Arten Schulschwestern, Ordo St. Dominici. Heißt also, sie hat es mit Schulschwestern zu tun. Die Dominikanerinnen. Am Anfang unserer Geschichte stehen zwei Personen. Links sehen Sie Nikolaus von Weiß, Bischof von Speyer. Wir haben ja dieses Jahr 200 Jahre Wiedererrichtung des Bistums gefeiert. Nikolaus von Weiß, spreche ich laut genug? Ja. Nikolaus von Weiß war einer der bedeutendsten Bischöfe dieser Wiedererrichtung. Er hat als junger Mensch erlebt, er hatte keine systematische Schulbildung erlebt und hat das als Mangel erfahren und war deshalb ganz entschieden, etwas zu tun gegen den Bildungsnotstand, sagen wir mal. Die Bildung lag damals im Argen insgesamt und vor allem bei der Mädchenjugend. Und deshalb hat er die Entscheidung getroffen, ein Schulschwestern-Institut zu gründen. Er war der Überzeugung, um junge Menschen zu erziehen, da braucht man Menschen für die Frauenjugend, Frauen, die ihren Glauben, die ihr Leben aus dem Glauben leben. Und deshalb war er der Überzeugung, er braucht Ordensschwestern. Er hat den Versuch gemacht, arme Schulschwestern von München zu bekommen. Dort gab es schon Schulschwestern. Aber dieser Versuch ist gescheitert. Hier in der Kapelle verabschiedet sich unsere Gemeinschaft von jener verstorbenen Schwester, die hier aufgebahrt wird, bevor sie zum Friedhof gebracht wird. Auch unser tägliches Leben wird von hier aus bestimmt. Wir beginnen jeden Werktag um 6.30 Uhr mit den Laudes, dem kirchlichen Morgenlob und der Feier der Eucharistie. Und beenden den Tag mit der Vesper, dem Abendgebet und mit dem Nachtgebet der Konfet. An Sonn- und Feiertagen und bei besonderen Gelegenheiten ist die Ordnung anders, zum Beispiel heute. Unsere Mutterhauskapelle wurde 1910 gebaut. Und danach zweimal renoviert. 1969, 1970 wurde der Kirchenraum entsprechend der Liturgiereform des Zweiten Vatikanums ganz neu gestaltet. Baulich von Architekt Gerhard Leitner, künstlerisch von Günter Zeuner.
Beim Hereinkommen haben Sie vielleicht den leichten abfallenden Fußboden bemerkt, von der Tür bis zu den Stufen des Altars. Dadurch wird auf den hinteren Plätzen im Kirchenraum die freie Sicht auf den Altarraum ermöglicht. Alles in diesem weiten Raum ist auf den Altar ausgerichtet, an dem wir täglich Eucharistie feiern. Rechts vom Altar steht der Tabernakel aus Bronze, der das Heilige Brot enthält. Der ist geschmückt mit großen, gefassten Kugeln aus Rosenquarz, die an Bluttropfen zwischen Dornen erinnern sollen. Das weist darauf hin, dass diese Kirche dem Herzen Jesu geweiht ist. Links vom Altar der Ambo, das Lesepult, wo ich jetzt hier stehe, von dem her das Evangelium verkündet wird. Hamburg und Tabernakel stehen in gleicher Höhe, was ihrer gleichen Bedeutung entspricht. Christus ist im Wort und im Brot enthalten. Für den Altar, den Steinsockel des Tabernakels und den Ambo wurde dasselbe Material verwendet, nämlich gelber Pfälzer Sandstein. Das weist auf ihre Zusammengehörigkeit hin. Sie wurden hergestellt in den Kunstwerkstätten des Speyerer Künstlers Günter Zeuner, der vor einigen Jahren verstorben ist und der einigen von Ihnen sicher noch bekannt ist. Das hat natürlich seine Geschichte, warum wir hier sind. 1972 hat sich eine kleine Schar von jüngerer Schwestern, die als Lehrerinnen und Erzieherinnen im Nikolaus von Weiß Gymnasium und im Internat tätig waren, neu nach ihrem Apostolat, nach ihrer Sendung als Dominikanerinnen gefragt. Das war unmittelbar nach dem Konzil. Da war ja ein ganz großer Reformwille da. Es war und sie fragten sich, wie können wir das, was wir als dominikanische Spiritualität auch haben, nämlich Benedizere, diese zweite wichtige Aufgabe einer dominikanischen Gemeinschaft in Zeit gewisser Form umsetzen. Benedizere heißt nämlich in der dominikanischen Sprache ein Segen für die Menschen sein. Und wir waren uns damals sofort im Klaren, das heißt für uns mitten unter den Menschen und mitten mit, und mit den Menschen leben. Und so blieb es über Jahre hindurch ein Anliegen, einen sakralen Raum zu gewinnen, wo kleinere und größere Gruppen nach ihrem Stil beten und meditieren können. Und natürlich einen Gottesdienstraum für uns Schwestern. Und allmählich nahm dann der Wunsch auf konkrete Form an. Und wir konnten 1983 mit dem Bau beginnen. Der Architekt Blum. Aber man sollte bedanken, man sehen viele hundert Jahre vor Christi Geburt. Das Zelt war ein Zeichen des Bundes, den Gott mit seinem Volk geschlossen hat. Viele wollten das Zelt behalten als ein Zeichen des Unterwegsseins. Und so eine bekannte Zwischenbemerkung ist mir eingefallen. Im Prolog des Johannesevangeliums. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott, kennen den Text. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Da hat es bei mir nochmal geklingelt und ich habe nachgeschaut, dass die ursprüngliche Übersetzung heißt, nicht wohnen,
sondern Zelt aufschlagen, beziehungsweise im Zelt wohnen. Das habe ich entdeckt im Kommentar des Johannesevangeliums aus dem Jahr 1957, vor 60 Jahren, aus dem ich studiert habe. Damals war also der Begriff Zelt für diese Passage und leider ist das so nicht umgesetzt worden. Es kam